die an den weißen Hosen zu erkennen sind. Sie spielen mit dem roten Leibchen von rechts nach links, haben Abstoß. Hier Kapitän Zeit und Katalinski. Zeit. Und Torhüter Maric. Geplänkel im Mittelfeld. Bojan. Hacimovic. Vukicevic. Katalinski. Petrovic. Bojan. Und zurück zu Maric. Katalinski mit der Nummer 5. Karasi. Hacimovic. Hacimovic, der 21 Male hintereinander im jugoslawischen Team spielt. Und Foul von Juan Carlos. Schiedsrichter Loriot verwarnt sofort. Er hat hier eine sehr schwere Aufgabe zu bewältigen. Und die Spanier, Karate. Abgewehrt, Katalinski. Jesus Martinez. Asensi. Und Foul. Die beiden Mannschaften haben noch nicht den richtigen Konsens gefunden. 2 Minuten sind gespielt. Spanien, Jugoslawien. Hier im ausverkauften Waldstadion in Frankfurt 0:0 und Asensi schießt einen Freistoß. Vukicevic und wieder abgewehrt von Jesus Martinez. Bojan. Juan Carlos zurück zu Benito. Und Garate knapp daneben. Seiteneinwurf Amancio. Sol. Vukicevic. Jesus Martinez und wieder ein Freistoß. Die Nummer 11, das ist Valdes, der Teamkamerad von unserem Kurt Jara. Eine Verwarnung für einen jugoslawischen Spieler. Die Nummer 2 ist Sol und Nummer 11 Valdes wird schießen. In die Mauer. Nochmal Sol. Maric. Noch sehr zerfahren. Das Spiel, keine der beiden Mannschaften konnte bisher irgendeinen Vorteil erreichen. Vukicevic. Und ins Aus. Auf der rechten Seite Sol. Vukicevic. Versucht Cajic anzuspielen, aber Benito ist schneller. Iriba, der Torhüter der Europa-Auswahl. Zurück zu Maric.
5 Minuten sind gespielt. Spanien gegen Jugoslawien 0:0. Vukicevic. Und abgewehrt von Benito. Laramont war das. Und jetzt wieder Freistoß. Laramont schießt. Out. Einwurf für Spanien. Asensio. Julian. Oblak. Oblak. Aber zu weit. Benito. Seitenhaus. Schon versuchte der Beckenbauer der jugoslawischen Mannschaft, Oblak, seinen rechten Flügel freizuspielen, aber es gelang nicht. Wieder Ilja Petkovic auf der rechten Seite. Petkovic. Und erste Ecke für Jugoslawien. Nummer 4, das ist Oblak. Wird die Ecke treten. Freude unter den jugoslawischen Zuschauern, die hier mit den Fahnen wehen, man kann fast nicht sehen. Noch immer die Jugoslawen. Jetzt der Gegenstoß der Spanier. Oblak. Abgewehrt von Benito. Handspiel von Oblak, Freistoß für Jugoslawien. Freistoß für Spanien. Weides. Vukicevic und wieder die Spanier. Juan Carlos. Und Vukicevic klärt. Julian Oblak. Und jetzt wieder ein Fehlpass. Asensi kann klären. Zeit. Oblak wirft. Das ist eine unwahrscheinliche Atmosphäre hier in diesem Waldstadion. Die Luft ist zum Schneiden. Ein herrliches Fußballwetter, etwa 10 Grad plus. Leichter Nebel liegt über dem Stadion. Saic kommt nicht zum Ball und Benito klärt. Aber wieder Jugoslawien. Vukicevic. Katalinski. Und Iriba. Noch geraten die Aktionen kaum über 3 Stationen. Zu nervös sind beide Mannschaften. Katalinski. Churiak. Der 1,90 Meter große 21-jährige Stürmer. Saic. Der FIFA-Stürmer. Und eine großartige Chance. Eine herrliche Chance für die Nummer 8. Für Karasi. Das hätte das 1:0 der Jugoslawen sein müssen. In der 9. Minute eine großartige Chance für Karasi. Die Wiederholung. Und Karasi versäumt den Stangelpass. Und jetzt wieder die Jugoslawen. Bulja. Abgewehrt von Uria. Jetzt wieder die Spanier. Uria Asensi. Juan Carlos zu langsam und zurück zu Iriba. Die ersten Pfiffe, Benito. Gerate Amancio.
toll. Juan Carlos war das. Zeitsch. Oblak. Petkovic. Der einzige Legionär dieses Spieles, Ilja Petkovic. Er spielt bei Troyes in der französischen Erstdivision. Petkovic war das und Zeitsch. Schurjak. Der Mann mit der Schuhgröße 47. Zeitsch. Schurjak abgewehrt. Sol. Sol. Freistoß gegen Spanier. Garate, Amancio, Garate. Und abgewehrt von der Nummer 5, Katalinski. Und ein Fernschuss, herrlich gehalten von Maric. Allmählich kommt Farbe in dieses Spiel. Seipas Benito. Sol. Wieder zurück zu Jesus Martinez. Torhüter Iribar. 30 Jahre alt, 43 Länderspiele, ein erfahrener Keeper. Aber wieder die Jugoslawen. Karasin. Iribar. Noch fehlt die Linie auf beiden Seiten. Die Hektik aus dem Zuschauerraum ist auf die Spieler übergegangen. Weides abgeblockt, Petrovic, Schurjak, Petkovic, Schurjak und out, Seitenout, Einwurf für Jugoslawien, Buljan wird. Oblak. Der einzige Slowene in der Mannschaft. Brane Oblak. Freistoß für Jugoslawien. Brane Oblak spielt jetzt bei Hajduk Split, früher Olympia Laibach. 26 Jahre alt, 25 Länderspiele. Buljan. Und eine herrliche Tor! 1:0 für Jugoslawien. Ich glaube, Schurjak war der Torschütze, der lange Schurjak. 1:0 für Jugoslawien in der 13. Minute. Die Wiederholung. Ball kommt. Und Kopf. Zunächst den Kopfstoß pariert Iribar und mit dem Fuß. Schurjak 1:0, 13. Minute führt Jugoslawien. Wir kriegen jetzt den Torschützen Katalinski. Nummer 5, Katalinski. Die 13. Minute stimmt. 1:0 führt Jugoslawien. Und jetzt wieder Spanien. Da sind Juan Carlos. Sol. Sol. Und was gibt der Schiedsrichter? Eckstoß, Behinderung oder Tor aus. Eckstoß, erste Ecke für Spanien, Eckstand 1:1, Spielstand 1:0 durch ein Tor von Katalinski. Wir glaubten allerdings den langen Schurjak als Schützen gesehen zu haben. Ecke von rechts, getreten von Sol. Nein, Amancio. Acimovic. Immer noch Acimovic. Petkovic. Buljan. Oblak.
Karate, Nuria. Und wieder Freistoß für Spanien. Auf der linken Seite Nuria. Francisco Fernandez Uria in seiner Mannschaft links außen, hier mit der Nummer 4 linker Verteidiger. Und abgewehrt. Abseits. Torabstoß vom Tore der Jugoslawen. Maric. Es ist alles hektisch, es klappt noch gar nichts auf die Aktionen. Das Überraschungstor, das bisher gefallen ist, noch hat es niemand verdaut. Die Jugoslawen, die Zuschauer, etwa 30.000 sind hier, sind wie entfesselt. Aber jetzt wieder die Spanier. Juan Carlos. Und ein Regelverstoß von Katalinski, dem Torschützen. Amancio. Juan Carlos. Und abgewehrt von Acimovic. Šurjak. Šurjak, immer noch. Petkovic. Zeit, kann nicht herankommen. Zeit noch. Petkovic. Katalinski. Asensi. Amancio. Petkovic. Oblak. Abseits. Allmählich kommt Farbe, kommt Tempo ins Spiel. Jugoslawien ist leicht überlegen, vor allem die jugoslawische Mittelreihe scheint stärker zu sein als die der Spanier. Maric. Buljak. Petkovic. Bogisevic. Čajić. Kein Foul. Gegenstoß. Amancio. Und rechts. Sol. Abseits. Nein, Foul ist gepfiffen. Sol, der rechte Verteidiger, ist sehr angriffsfreudig. Jetzt wieder am Ball. Amancio. Und eine Rückgabe zu Katalinski. Karasi. Šurjak wird hart genommen. Foul an Čajić. Der Kapitän liegt am Boden. Er ist ja leicht verletzt angetreten. Er musste erst wieder fit gemacht werden. Aber er, der sein 70. Länderspiel heute spielt, wollte unbedingt bei diesem Spiel dabei sein. Čajić. Jetzt zu filigran Sol. Der Gegenstoß der Spanier. Amancio. Bogicevic klärt. Bogicevic. Nuria. Šurjak. Petkovic. Karasi. Und eine Rückgabe. Amancio klärt. Die spanische Deckung schwimmt leicht. Sie ist leicht zu überwinden. Aber jetzt Valdes gefault. Schiedsrichter Loriot aus Belgien hat keine leichte Aufgabe. In dieser hektischen Atmosphäre
in dieser Stimmung ähnlich einem Pokal-Endspiel. Schiedsrichter Loraux aus Belgien. Sol. So weit es. Und Torabstoß vom Tore der Jugoslawen. 1:0 Spielstand nach 25 Minuten. Das Tor in der 13. Minute schoss Katalinski, der jetzt auch den Torabstoß durchgeführt hat. Die Spanier, Garate. Amancio. Asensi wurde gefoult. In der Abwehr etwas ruppig das Spiel. Beide Mannschaften sind nicht sehr wählerisch, wenn es gilt, einen Gegenspieler zu stoppen. Amancio ist der Star der Spanier von Real Madrid. Wer tritt den Freistoß? Amancio. Amancio spielt ins Loch und Maric. Sollte ein Trick werden, ist aber nicht durchgegangen. Buljan, der rechte Verteidiger. Immer noch Buljan. Abgewehrt von Jesus Martinez. Und Seitenout für Spanien. Ich habe mich zuerst geirrt mit 25 Minuten. 22 Minuten gespielt. 1:0 für Jugoslawien durch Katalinski. Und jetzt wieder die Spanier. Amancio, Seitenaus für Jugoslawien. Karasi. Bulija. Petkovic lässt den Ball weiterlaufen für Oblak, der kommt aber nicht an den Ball. Zeiteneinwurf für Spanien. Nuria. Weide. Einwurf für Jugoslawien. Bulija wirft. Bogicevic. Oblak für Bogicevic. Šurjak, Bogicevic und Erebar. Ein versuchter Fernschuss, der aber nicht ankam. Sol. Amancio. Und Foul. Unfair gestoppt von der Nummer 3. Das ist Hadži Abdić. Amancio tritt den Freistoß. Und Maric. Aber wieder die Spanier. Amancio. Und abgewehrt von Azimovic. Šurjak. Wieder der gefährliche Gegenstoß. Der lange Šurjak. Wenn er stürmt, dann ist Gefahr. Einer der jüngsten auf dem Spielfeld, aber auch einer der gefährlichsten. Und abgeblockt und faul. Nein, kein Foul. Loriot lässt weiterspielen. Beides wird jetzt auch, jetzt gibt Schiedsrichter Loriot faul. Auch der Referee Vital Loriot hat das Spiel noch nicht richtig im Griff. Die Spanier. Garate, Amancio. Weides. Und Maric fährt. Eine ausgezeichnete Aktion. Der Ramon war der Spanier.
Oh ja. Nuria. Aber die Spanier sind zu langsam in ihren Aktionen. Karate. Sie brauchen zu lange, um das Spiel zu entwickeln. Indirekter Freistoß. Nuria wird den Freistoß treten. Maric versucht wieder den langen Surjak anzuspielen. Das gelingt nicht. Katalinski. Julian Katalinski. Zeiss soll an den Ball kommen, aber Sol klärt. Benito, Juan Carlos. Vukicevic. Vukicevic. Acimovic. Und Kopfschuss von Petkovic. Das war wieder eine gefährliche Aktion. Dabei hat sich der Rechtsaußen offensichtlich verletzt. Die Wiederholung. Cajic. Und knapp darüber. Die Jugoslawen sind leicht überlegen und sind auch gefährlicher. Amancio. Amancio. Garamund. Und Julian. Zurück zu Maric. Die Jugoslawen haben mehr Übersicht, verständlicherweise. Sie haben ja bereits einen Treffer erzielt. Und dieser Treffer gibt ihnen Selbstvertrauen. Weides. Nuria. Valdez. Ecke, zweite Ecke für Spanien. Eckenstand 2:1 für Spanien. Spielstand nach 27 Minuten 1:0 führt Jugoslawien gegen Spanien durch ein Tor von Katalinski in der 13. Minute. Valdez tritt die Ecke. Valdez, der Clubkamerad und Rivale von Kurt Jara. Vukicevic klärt. Amancio. Eine gefährliche Knieabwehr von Katalinski. Cajic. Der Linksaußen auf dem rechten Flügel. Aber Jesus Martinez ist auf dem Posten, Seitenaus. Einwurf für Jugoslawien. Ein Blick auf die Spielerbank. Julian Oblak. Aber der Einwurf muss wiederholt werden. Spanien wirft und Oblak, immer noch Oblak, Julian und Maric. Die Jugoslawen sind jetzt ganz auf Sicherheit bedacht, die Pfiffe stören sie sicherlich nicht, sie führen 1:0 in diesem entscheidenden Spiel. Amancio, Sol. Immer noch Sol, der rechte Verteidiger. Sol. Sol. Und Maric. Juan Carlos hat den Ball zu kurz getreten.
Benito. Juan Carlos, Benito, Nuria, Juan Martinez, Karate und abgewehrt Oblak, Maric. Die Jugoslawen sind vielleicht um eine Nuance zu vorsichtig jetzt, aber der Vorsprung ist es wert, vorsichtig zu sein. Asensi. Hohes Knie von Julian. Loriot ist sehr energisch. Nuria. Claramunt und wird abgeblockt. Nuria. Und Seitenhaut. Eine halbe Stunde ist vergangen. Jugoslawien führt 1:0 durch Katalinski. Und jetzt Julian stoppt den durchgebrochenen Waldes und Seitenhaut. Petkovic. Immer noch Petkovic. Oblak. Und Karasi war wieder zur Stelle, aber er kam nicht zurecht. Schon einmal hat er eine große Chance vergeben in der 9. Minute. Iriba. Surjak. Hacimovic. Buljan. Nochmals Buljan. Zurück zu Maric. Große Vorsicht. Katalinski. Cajic. Nein, Sol ist stärker. Benito. Juan Carlos. Amancio. Und zu steil, diesen Ball kann die Nummer 10 Asensi nicht erreichen. Torabstoß vom Tore der Jugoslawen. Das Spiel ist wieder etwas abgeflaut. Es hatte zwischen der 10. und 20. Minute mehr Farbe. Die Jugoslawen sind nicht mehr so angriffsfreudig, nicht mehr so aggressiv. Sie sind vorsichtiger geworden. Die Spanier haben ihr Spiel noch nicht gefunden. Für Jugoslawien, Hacimovic. Und abgeblockt. Waldes. Juan Carlos, Waldes. Und Petkovic zum Seitenhaut. Einwurf für die Spanier, Nuria. Jesus Martinez. Cajic und Sol. Sol bleibt Sieger, aber wieder Jugoslawien. Šurjak war am Ball. Juan Carlos. Juan Carlos. Cajic, der FIFA links außen, geht wieder durch. Gefahr für das spanische Tor. Cajic. Und geklärt von Benito. Cajic. Šurjak. Oblak. Oblak. Raffinierte Flankenball, aber out. Torabstoß für Spanien. Raffiniert gemeint von Oblak, aber der Ball kam nicht an.
Nuria. Wieder Jugoslawien. Oblak. Petkovic. Petkovic. Der einzige Legionär des Spiels. Und Katalinski. Oblak. Geklärt von Sol. Aber noch immer die Jugoslawen. Torabstoß. Iriba. Nuria. Obwohl die Jugoslawen etwas zurückgeschaltet haben, können sich die Spanier noch nicht richtig befreien. Es fehlt der Druck aus dem Mittelfeld heraus. Asensi, Claramunt und Juan Carlos können der Mittelreihe der Jugoslawen nicht standhalten. Oblak, Karasi und Acimovic sind zweifellos stärker. Iriba, auch er lässt sich Zeit. Es wird den Jugoslawen kaum etwas ausmachen. Sie führt ja mit 1-0. Karate, Asensi, Oblak, Karate, Julia. Bukicevic, Karasi kam nicht an den Ball. Sol köpfte den Seiten aus. Churiak. Aciatic war das und abseits, angezeigt vom Linienrichter, abseits und der Schiedsrichter verwarnt den Schützen Petkovic. Er hat den Pfiff nicht beachtet, den Ball weggeschossen. Iribar. 1-0 führt Jugoslawien im Entscheidungsspiel der Gruppe 7 gegen Spanien. Es sind 37 Minuten gespielt. Torschütze Katalinski in der 13. Minute. Asensi. Karate. Und jetzt wieder Karasi. Oblak. Acimovic. Oblak. Immer noch Oblak und out. Die Jugoslawen beherrschen das Mittelfeld. Sie sichern jetzt den Ball und damit ist ihr Vorsprung vollauf verdient. Ob es richtig ist, hier den Ball zu sichern, das wird sich erst nach 90 Minuten herausstellen. Petkovic wurde gefault oder gibt der Schiedsrichter? Nein, Foul. Foul gegen Spanien. Buljak. Freistoß für Jugoslawien auf der rechten Seite. Karasi wird den Freistoß treten. Abgewehrt von der Nummer 6 von Claramunt. Und nochmals. Ja, das Spiel ist wieder sehr zerfahren. Die Jugoslawen wollen nicht mehr geben, als sie jetzt gerade gegeben haben. Die Spanier können sich nicht befreien. 40 Minuten gespielt. 1-0 durch ein Tor von Katalinski in der 13. Minute. Karasi. Aber er hatte wieder Pech. Und wieder die Spanier. Sol. Juan Carlos. Karate. Amatio. Und das war Glück für die Jugoslawen. In letzter Sekunde abgewehrt. Bogicevic. Und Seitenhaus. Das war eine
große Chance für Amancio hier auszugleichen. Sol. Amancio. Amancio. Und Maric. Das war kein richtiger Schuss, das sollte vermutlich eine Flanke werden. Aber nun sind die Spanier etwas stärker. Valdes. Noria. Der gelernte Linksaußen, aber er wird gestoppt. Noria liegt am Boden, muss vermutlich gelabt werden. Aber er kann glücklicherweise weiterspielen. Den Freistoß schießt Claramunt. Noria. Maric. Da sehen Sie. Julian. Petkovic. Ja, Schuljak. Und gestoppt. Es wird Hand reklamiert vom Linienrichter und der Schiedsrichter gibt jetzt Handspiel des Verteidigers Benito. Freistoß für Jugoslawien. Noch 3 Minuten bis zur Pause. Ein sehr günstiger Winkel. Die Nummer 8, Karasi tritt an. Erster Freistoßschütze der Jugoslawen. Abgewehrt. Und Fehlschuss von der Nummer 3, Hadži Abcic. Torabstoß, Iriba. Benito, Iriba. Hadži Abcic. Von Sarajevo. Und jetzt Bogicevic. Jugoslawen wollen gut in die Pause kommen. Turjak, gebremst von Amancio und Freistoß für Spanien. Freistoß für Spanien, Benito ist am Ball, Amancio, Turjak wird verwarnt, der Riese von Hajduk Split, Ivica Turjak. Sein viertes Länderspiel heute für Jugoslawien. Benito. Und Garate wird abgeblockt von Katalinski. Noch 120 Sekunden bis zur Pause, wenn der Schiedsrichter nichts einrechnet und es waren keine größeren Unterbrechungen. Garate. Don Carlos. Sol und Amancio. Amancio noch immer. Katalinski ist der Gegenspieler und das entscheidet der Schiedsrichter. Torabstoß. Noch 1,5 Minuten bis zur Pause. Spielstand 1:0 für Jugoslawien im Entscheidungsspiel der Gruppe 7 gegen Spanien. Karate. Juan Carlos. Amancio. Aber geklärt. Und jetzt gegen schon Karate. Sofort kehrt wieder Ruhe ins Spiel ein. Die Jugoslawen wollen gar keinen zweiten Treffer jetzt. Erzielen. Sie wollen den Vorsprung halten. Hacimovic. Hacimovic. Und Petkovic. Und Noria sprinten
Und was entscheidet der Linienrichter? Halbzeit, 1000 Pfiff, meine Damen und Herren. Spanien hat Abstoß, Juan Carlos Amancio. Schuljak. Seitz. Oblak. Und Benito Klier. Juan Carlos. Es geht eben sehr viel in diesem Spiel. Der Einsatz ist sehr hoch und darum wird keineswegs schön gespielt. Juan Carlos. Maric. Benito. Und Foul an Amancio. Bogicevic muss sich verneigen. Und wieder die Spanier. Sechs ist Clara Mund am Ball. Amancio. Er ist die Drehscheibe des spanischen Spiels. Sol Amancio. Sol. Und Eckstoß. Zweite Ecke. Dritte Ecke für die Spanier. Eckenstand 3:1. Bisher. Spielstand 1:0 für Jugoslawien. Und die vierte Ecke für Spanien, diesmal von der linken Seite. Ivan Buljan klärte zur Ecke. Valdes wird schießen. Oscar Antonio Valdes. Torabstoß vom Tore der Jugoslawen. Ausgeführt von Katalinski. Uria. Und jetzt wieder Schurjak. Valdes. Buljan. Freistoß oder Ecke. Die fünfte Ecke für Spanien. Ecken 5:1 für Spanien. Spielstand 1:0 für Jugoslawien. Und Valdes dritte Ecke. Seiteneinwurf für Spanien, die jetzt leicht drängen. Nuria. Zwar wieder eine Behinderung, wieder Freistoß. Und zwar hat die Nummer 3, Haji Abcic, hat Amancio behindert. Und Amancio wird selbst schießen. Oblak. Aber die Spanier drängen, der Druck aus dem Mittelfeld heraus scheint jetzt stärker zu werden. Man wird abwarten müssen, ob es nur Strohfeuer ist. Haji Abcic. Und Claramunt. Claramunt. Juan Carlos. Hohes Bein. Freistoß für Jugoslawien. Oblak.
Amancio. Aber abgepfiffen. Freistoß. Nein, Außenwurf. Ist unklar, was der Schiedsrichter jetzt wirklich entschieden hat. Freistoß für Spanien auf der linken Seite. Freistoß für Jugoslawien auf der linken Seite. Cajic. Juan Carlos. Abic. Und Iriba. Weides. Maric. Ziemlich zerfahren das Spiel. Einwurf für Jugoslawien. Karasin. Bogicevic. Karasin. Benito klärt. Aber noch Karasin. Oblak. Und wieder abgewehrt. Amancio. Und Oblak klärt zum Seitenaut. Jetzt scheint es eine Verwarnung zu geben. Amancio wird vom Schiedsrichter verwarnt, aber es gibt keine gelbe Karte, nur eine Ermahnung. Sol. Wieder Sol. Benito. Jaramund. Karasi. Zoljak. Und wieder abgeblockt. Waldes. Wieder die Spanier. Und ein Foul von der Nummer 7, Petkovic. Beide Mannschaften sind mit denselben Spielern geblieben. Kein Austausch zur Pause. Claramunt. Nuria. Und der Linienrichter zeigte zwar wieder Ecke, aber der Schiedsrichter Loraux aus Belgien entschied auf Torabstoß für Jugoslawien. Hadži Avcic bleibt Sieger gegen Amancio. Benito. Sol. Amancio. Garate. Und wieder eine Entscheidung des Schiedsrichters, der hier mit Claramunt eine kleine Debatte hat. Freistoß für die Spanier. Claramunt, Amancio, Claramunt, Amancio kam nicht an den Ball heran, Asensi, und Bogicevic klärt. Benito, die Spanier bleiben im Angriff. Petkovic kommt nicht an den Ball. Aber jetzt Bogicevic nach rechts. Buljan, der rechte Verteidiger. Suljan, Zajic. Abseits.
Der Schiedsrichter hat ganz klar ab Abseits erkannt. Noch einmal der Wiederholung. Ganz klar steht Zeitsch Abseits und außerdem ein Fehlschuss. Das wäre eine Möglichkeit zum 2:0 gewesen. 10 Minuten nach der Pause sind gespielt. Spanien führt immer noch, Jugoslawien führt immer noch mit 1:0 durch einen Treffer von Katalinski. Wieder die Spanier. Jesus Martinez. Weides und abgewehrt von Katalinski. Julian. Jesus Martinez und Oblak. Oblak. Petkovic. Saramont. Oblak. Und Karas, hier eine Spielerei. Sol. Waldes. Und gefault. Und der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Schiedsrichter Loureau, der die kleinen Mätzchen durchgehen lässt. Und wieder die Spanier. Jesus Martinez. Sehr offensiv jetzt. Jesus Martinez und nun springen die Zuschauer wieder auf. Spanien drängt weiter. Juan Carlos. Karate, aber abgewehrt von Bogicevic. Bogicevic. Und wieder ein Gerangel. Oblak klärt. Es kommt keine klare Aktion zustande. Die Spanier sind nicht in der Lage, eine klare Torchance herauszuspielen. Zu überhastet ist ihr Mittelfeldspiel. Petkovic. Garamond. Julia. Die Jugoslawen versuchen wieder Ruhe ins Spiel zu bringen. Buljan immer noch und Outeinwurf. Oblak wirft und wieder ein Blick auf die Trainerbank. Das war der jugoslawische Cheftrainer Miljanic, der angeblich ein Angebot von Real Madrid oder von Benfica in der Tasche hat. Wenn Jugoslawien hier verlieren sollte, wird er wahrscheinlich ins Ausland übersiedeln. Aber dazu hat er momentan keinen Grund. Jugoslawien liegt 1:0 in Führung durch ein Tor von Katalinski in der 13. Minute. Weides und jetzt Karate und wieder abgewehrt Bogicevic. Nuria und gefault von der Nummer 4, das ist Oblak. Das Spiel ist langsamer geworden. Nicht nur, dass die Jugoslawen bedächtiger spielen, auch die Spanier können das Tempo der ersten Spielhälfte nicht mehr bringen. Wieder eine kleine Unsauberkeit von der Nummer 7, Petkovic. Jetzt stehen die Leute sogar vor der Kamera. Und wieder ein Freistoß für Jugoslawien. Das war der spanische Trainer Ladislav Kubala. Auch er könnte, so steht hier in den Zeitungen, Trainer von Real Madrid werden. Er hat eine hervorragende Serie. 24 Spielen mit der spanischen Nationalmannschaft, bisher nur 3 Niederlagen.
Das ist wirklich eine sehr schöne Serie. Aber jetzt wieder die Jugend. Azimovic. Aber es will kein Spielfluss herauskommen. Ersehen Sie. Und wieder Zeiteinwurf. Beide Mannschaften reklamieren. Jugoslawien wirft. Buljan. Ja. Diese Geste von Valdes deutete diese Hilflosigkeit an. Seiteneinwurf natürlich. Buljan wird werfen. Und wieder ein fauler Einwurf, ein unrichtiger Einwurf. Asensit. Und eine Kerze von Katalinski. Das ist Ladislav Kubala. Der Mann, der für 3 Nationalmannschaften gespielt hat, für die CSSR, für Ungarn und auch noch für Spanien. Ein ganz großer Fußballer. Und er ist auch ein großer Trainer geworden. Und wieder. Und wieder ein gefährlicher Ball und Seitenaus. Es ist, wie man leicht sagen könnte, eine richtige Kickerei geworden. Keine geplanten, keine programmierten Aktionen. Noch nervöser der Kampf, aber auch langsamer als in der ersten Spielhälfte. 17 Minuten in der zweiten Spielhälfte sind gespielt. 62. Spielminute. Jugoslawien führt immer noch mit 1:0 durch ein Tor Katalinskis in der 13. Minute. Petkovic und abgewehrt von Benito. Acimovic war das und jetzt kommt Haji Abcic an den Ball. Ein weiter Schlag auf die andere Seite des Spielfeldes. Und wieder die Spanier. Claramunt. Ja, und ein Foul von Oblak. Aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Mit vorgestreckten Ellbogen. Karate. Aber schon wieder abgeblockt. Oblak. Benito. Der Schiedsrichter ist Luft, der spielt nicht mit. Bogicevic. Karasi. Zajc. Wieder Zajc. Und abgewehrt. Petkovic und die zweite Ecke für Jugoslawien. Eckenstand. 5:2 für Spanien. Petkovic. Petkovic. Und out. Es ist auch bei den Jugoslawen kein Druck auf das gegnerische Tor vorhanden. Keine zusammenhängende Aktion. 19 Minuten sind gespielt. Immer noch 1:0 für Jugoslawien. Im Entscheidungsspiel der Gruppe 7 zur Weltmeisterschaftsausscheidung. Der Sieger dieses Spiels ist der 16. Teilnehmer an der Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft. Oblak. Was da? Und zur Ecke abgewehrt. War eine ganz große Chance für Petkovic. Aber Benito konnte zur Ecke klären. Jetzt kommt wieder etwas Druck von Seiten der Jugoslawen ins Spiel. Karasi wird die Ecke treten. Zajc.
Acimovic. Und wieder eine große Chance. Glück für Iripa. Und noch die Jugoslawen. Aci Abcic wird abseits reklamiert. Zurjak. Und Ecke, die vierte Ecke für Jugoslawien. Jetzt ist wieder Jugoslawien wesentlich stärker. Das ist der Cheftrainer Milan Miljanic, der Jugoslawen. Der Trainer von Roter Stern Belgrad. Die Jugoslawen werden ja von 6 Trainern geführt, nachdem Verbandskapitän Bosko zurückgetreten ist. Sie sehen die Fahnen, die stören auch uns hier mit dem, bei den Kommentatorkabinen. Und eine weitere Ecke, die fünfte Ecke für Jugoslawien. Cajic mit der Nummer 4, mit Uria im Gerange. Und wieder eine Ecke, die fünfte Ecke, Eckenstand jetzt 5-5. Und die sechste Ecke, die dritte Ecke hintereinander für Jugoslawien. Wieder kam Zajic nicht am Ball und Acimovic tritt die Ecke. Acimovic. Amancio. Asensi. Gerade. Amancio ist überall, aber er kann auch nicht alles machen. Sol und Iriba. Jaramont. Julian. Und wird gestoppt. Der Linienrichter Paul für Jugoslawien. Julian ist ziemlich hart genommen worden von Jesus Martinez. Aber er kann weiter spielen. Petkovic wird den Freistoß treten. Haji Abdic und Cajic. Und jetzt wieder die Spanier. Und die ausgezeichnete Situation ist vorüber. Bojan wieder. Oblak. Nun kommen wieder die Jugoslawen. Oblak. Petkovic. Zurück. Oblak. Julian kommt nicht an den Ball. Jesus Martinez. Ja. Amancio. Karate. Und Seiteneinwurf für Jugoslawien. Der Schiedsrichter Loro hat es jetzt sehr schwer, hier Ordnung zu schaffen. Das Spiel ist äußerst zerfahren und keine richtige Aktion kommt zustande. Die Spanier sind bereits sehr nervös. Sie laufen einem Vorsprung des Gegners nach und keine Aktionen wollen gelingen. Die sechste Ecke für Spanien, Eckenstand 6-6. Amancio wird die Ecke treten. 25 Minuten sind bereits gespielt in der zweiten Spielhälfte. 1-0 führt Jugoslawien. Spanien im Angriff. Maric.
Benito. Amancio. Claramont. Noria kommt nicht an den Ball. Einwurf für Jugoslawien. Seitz, der Tausendsasser am linken Flügel, der Mann, der überall Unruhe schafft. Petkovic sollte an den Ball kommen, ist am Ball durch einen Fehler von Noria, der jetzt ziemlich viele Fehler begeht. Schurjak, der lange Mann von Hajduk Split. Freistoß für Jugoslawien. 1:0 weiterhin der Spielstand. 71 Minuten sind gespielt. Hier wird der erste Wechselspieler, zieht sich aus. Ein Spanier, glaube ich, war das. Buljan wird den Freistoß treten. Der Schiedsrichter, der Linienrichter wartet den Spielerwechsel ab. Nein, er gibt jetzt den Ball frei, bevor gewechselt wurde. Bojan. Und out. Out-Einwurf für Jugoslawien. Wir können von hier aus nicht sehen, welcher. Es laufen sich zwei Spanier warm. Hier sind sie bereits zu sehen, wenn sie sich umdrehen. Dann können wir an den Rupp. Oblak zu Petkovic. 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 Und out. Out, Tor out. Keine Gefahr. Jetzt wird es vermutlich zum Wechsel kommen. Die beiden Spieler stellen sich beim Linienrichter vor, aber es ist noch nicht so weit. Der Linienrichter zeigt dem Schiedsrichter an, dass es zu einem Wechsel kommen wird. Wir werden sehen, wem Ladislav Kubala nun hereinholt. Juan Carlos, die Nummer 8 und die Nummer 7. Amancio verlassen das Spielfeld. Die Nummer 7, Amancio und Juan Carlos verlassen das Spielfeld. Und 15 Castro und 16 Martial kommen aufs Spielfeld. Kini, der Spieler mit der Nummer 15 ist bisher als Kini angegeben worden. Also Kini Castro vermutlich. Es ist noch, Amancio ist aus dem Spiel und Juan Carlos ist aus dem Spiel. Spanien hat also ausgewechselt und zwar in der 73. Minute. Martial und Kini sind gekommen für Amancio und Juan Carlos. Einwurf für Spanien. Sol. Geklärt von Buljan. Sol kommt, Sol, und Seitenart. Bogicevic. Schurjak kam nicht an den Ball. Das ist Trainer Rinanic. Bojan. Auch er überlegt offensichtlich, wem er auswechseln soll. Bojan. Und wieder eine Bombenchance für Acimovic. Und Schurjan. Zajc. Und Bojan hatte die große Chance, das 2:0 zu erzielen. Der rechte Verteidiger Bojan. Möglicherweise diese Szene nun in der Wiederholung und Julian. Zajc
und Fuljan. Jubel auf den Rängen bei den Jugoslawen und Spanien drängt. Noch 14 Minuten sind zu spielen. 1:0 führt Jugoslawien. Petkovic. Noch niemals gab es einen Sieg der Jugoslawen über Spanien. 6 Spieler, das ist das 7. Spiel. 2 Siege Spaniens, 4 Unentschieden bisher. Hadži Abčić, Acimovic und Sol. Sol, einer der besten Spieler seiner Mannschaft. 31 Minuten gespielt, noch 14 Minuten zu spielen. Maric am Ball. Die beiden neuen Spieler, jetzt war gerade Kini am Ball und jetzt Martial, müssen also den Umschwung herbeiführen. Aber es ist schwer, bei so kühlem Wetter in der letzten Viertelstunde einzuspringen, nicht richtig warm zu sein und dann das Tempo der übrigen Spieler mithalten zu müssen. Kubala hat also sein Austauschkontingent bereits erfüllt. Und die Spanier drängen. Acimovic faul an Claramunt. Aber die Spanier geraten nun in Zeitnot. Und das merkt man ganz deutlich. Zeit. Immer wieder Zeit. Der Tausendsasser stürmt am linken und am rechten Flügel. Und wieder springen die Leute auf. Aber ihre Bar klärt. Es fehlt die Genauigkeit der Aktionen. Claramunt, der Mann im Mittelfeld, der immer wieder kurbelt. Claramunt. Und auch er spät zurück, obwohl es einen Vorsprung aufzuholen gibt. Jesus Martinez. Nuria. Und wieder abgewehrt Bogicevic. Saic. Er führt das Leder wieder hinein in den gegnerischen Strafraum. Er wird nicht angegriffen. Karasic. Und der Schuss misslingt wieder die Spanier. Beides. Aber schon wieder Bogicevic, der jetzt ganz groß auftropft. Und schon wieder wird das Spiel verlangsamt. Zeit. Das war. Acimovic lässt seine Hose so weit herunterrutschen, dass er für einen Spanier gehalten werden kann. Und jetzt reißt es die Zuschauer von den Sitzen, aber dieser Schuss von Acimovic ging daneben. Wieder eine große Chance für Jugoslawien in der 77. Minute. Martial war das und Maric. Augenblicklich hat es nicht den Anschein, als ob die Spanier noch die Kraft hätten, dieses Spiel herumzureißen, hier zunächst noch den Ausgleich zu schießen. Jugoslawien kontrolliert, nicht mit voller Kraft spielen, sehr gutes Spiel, aber jetzt eine Verletzung. Ich glaube, es ist Oblak. Es ist, kann nicht genau sehen, welcher Spieler es ist. Floro weist den Spieler weg. Er hat keine Zeit für Unterbrechungen. Er will in der normalen Spielzeit ohne Verlängerung. Und Petkovic war der verletzte Spieler. Und jetzt der Freistoß. Oblak und Iriba. Das wäre wieder eine Überraschungsaktion gewesen. Und zurück zu Maric. Elf Minuten sind noch zu spielen. Jugoslawien führt 1:0 im WM-Entscheidungsspiel der Gruppe 7 gegen Spanien.
und Leroux muss schon wieder eingreifen. Die ersten Raketen donnern bereits im überfüllten Stadion. Es sind einige Plätze sicherlich leer geblieben. Der Streik hier in Frankfurt hat einige davon abgehalten, ihren Platz einnehmen zu können. Und bei den Spaniern wird einem Spieler das Schuhband gebunden. Das ist eine ganz eigenartige Situation. Schiedsrichter Leroux steht und wartet mit dem Ball in der Hand, bis diese Schuhbandaktion zu Ende ist. Und er wird sicherlich jetzt noch ein oder zwei Minuten einrechnen. Ein Schiedsrichterball und wieder Spanien. Moria. Und zurück zu Iriba von Jesus Martinez. Nein, die Spanier Martial können sich momentan nicht richtig befreien. Sie kommen zu keiner geschlossenen Aktion. Wieder Jugoslav Acimovic. Das Spielfeld ist augenblicklich für beide Mannschaften um 16 Meter zu lang. Es wird lediglich im Mittelfeld herumgekickst und die Spanier würden dringend eine geschlossene Aktion brauchen, um hier noch eine Entscheidung zu bringen. Die Jugoslawen kontrollieren das Spiel ausgezeichnet. Jetzt auf der rechten Seite Sol. Wieder Sol, der abgeblockt wird von der Nummer 3, Haji Abdic. Sol. Martial. Und wieder im Gegenstoß. Acimovic. Aber auch die Šurijak. Der lange Kroate aus Split. Bogicevic. Šurijak. Ausgezeichnet gemacht von Šurijak. Karasiv. Zeit. Und war ganz allein, er hätte schießen können. Und er ist eben ein Spieler. Bojan und Iriba. Das war wieder eine große Chance für Cajic. Und die Jugoslawen haben die 1:0 Führung verdient. Sie sind auch jetzt wieder überlegen. Sie drängen Karasic. Und knapp daneben. 7 Minuten sind noch zu spielen. Karasin. Und an der langen Ecke knapp vorbei. Es bleibt beim 1:0 für Jugoslawen. Die Jugoslawen hier unter den Zuschauern schwenken schon die Fahnen, feiern schon. Vielleicht noch zu früh, aber sie sehen ihre Mannschaft, kontrolliert das Spiel. Sie ist sicher. Und die Spanier haben nicht mehr die Kraft, hier noch den Ausgleich zu schaffen. Aber ein Ein-Tor-Vorsprung muss bis zur letzten Minute verteidigt werden. Zu früh darf man sich nicht sicher fühlen. Bojan. Petkovic. Ganz langsam ist das Spiel geworden. Und die Spanier können sich nicht befreien. Es bleibt in der Hälfte der Spanier. Petkovic. Zeiteneinwurf. 5,5 Minuten sind noch zu spielen. Vielleicht rechnet der Schiedsrichter noch eine Minute ein. Und wieder eine Ecke. Die 7. Ecke für die Jugoslawen. Das war jetzt Glück für Iriba, denn der von Benito abgefälschte Ball hätte leicht auch im eigenen Tor landen können. Ecke von rechts. Oblak am Ball zu Karasi. Immer noch Karasin. Petkovic. Oblak. Und Zajic. Nein, es war die Nummer 9. Šurijak.
der hier einen Kopftreffer erzielen können. Auch der entscheidende, der bisher einzige Treffer des Spiels wurde mit dem Kopf und zwar von Katalinski erzielt. Aber jetzt wieder die Spanier. Valdez. Julian. Julian. Und Kini. Foul von Kini. Freistoß für Jugoslawien. 86. Minute. Jugoslawien führt 1-0. Und Ladislav Kubala, der Trainer, muss sich jetzt noch was einfallen lassen, wenn hier noch der Ausgleich fallen soll. Iribar. Ja, die Begeisterung ist sehr groß. Die Fahnen schwenken die Jugoslawen bereits vor die Kameras, sodass man teilweise nichts sehen kann. Spanien kommt, Claramont. Aber wieder Jugoslawien, Karasin. Der unermüdliche Mittelfeldspieler, Iribar. Die Hektik erreicht den Höhepunkt. Die Spanier scheinen nicht mehr die Kraft zu haben, hier das Spiel noch herumzureißen. Noch 3 Minuten sind zu spielen. Wenn der Schiedsrichter nicht 1 Minute oder 2 einspielen lässt für die Unterbrechung. Die Jugoslawen haben es nicht eilig. Bogicevic. Petkovic. Und Torabstoß vom Tore der Spanier. 1-0 führt Jugoslawien weiterhin. 3 Minuten sind noch zu spielen. Vorerst eine verdiente Führung, es wäre ein verdienter Erfolg der Jugoslawen in einem sehr nervösen, einem sehr zerfahrenen Spiel, das in hektischer Stimmung stattfand und in dem beide Mannschaften nicht zeigen konnten, was sie wirklich können. Aber die routinierteren Jugoslawen haben sich bisher besser aus der Affäre gezogen und hatten mehr Torchancen und die Führung ist verdient. Oblak. Und die 8. Ecke für Jugoslawien. Noch 2 Minuten sind zu spielen. Eine Ecke von links oder von rechts, von welcher Seite der Schiedsrichter entscheidet. Eine Ecke von rechts. Die Zuschauer sind nicht mehr zu halten. Man sieht weder hinaus, noch sieht man etwas am Bildschirm. Und daneben, verköpft von Petkovic. Noch einmal Claramunt, der Kapitän der Spanier, wirft seine Spieler nach vorne. Aber es will einfach nicht mehr gelingen. Das verstärkte Mittelfeld der Jugoslawen ist zu stark, pariert jeden Angriff. Die letzte Minute, wenn nicht nachgespielt wird, ist angebrochen. Und Jugoslawien führt immer noch mit 1-0. Cajic. Sol. Kino. Und es will nicht gelingen. Wieder Jugoslawien. Petkovic. Und noch einmal die Spanier. Martial. Luria. Noch wenige Sekunden sind zu spielen. Und abgewehrt. Die Raketen. Aus ist das Spiel. Meine Damen und Herren, der 16. Teilnehmer der Fußball-Weltmeisterschaft Endrunde ist ermittelt. In der Gruppe 7 qualifizierte sich Jugoslawien durch einen 1-0-Sieg über Spanien als 16. Mannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft.
und wird in der Gruppe 2 mit Brasilien, Schottland und Zaire spielen. Nach 90 Minuten eines aufregenden Spiels, das allerdings im Cup-Stil geführt wurde, das keine besonderen Höhepunkte aufzuweisen hat, blieb Jugoslawien verdienter Sieger. Torschütze in der 13. Minute Katalinski. Jugoslawien wird also am 13. Juni hier im Waldstadion in Frankfurt das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 gegen Weltmeister Brasilien bestreiten. Der Verlierer Spanien muss genauso, wie das bei Österreich in Gelsenkirchen der Fall war, ausscheiden. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich, sage Dankeschön fürs Zuschauen und wünsche einen guten Abend.